ganzen Kohle kann der. Zack, die anderen verkaufen mal wieder. Zack, 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 zack. So, oh, das war eine schnelle Umrüstung. So, Eisenteile. Sind das diese komischen Muttern? Ja, ist, glaube ich, schon, ne? Genau. Oh, ist jetzt ein Verkehrsstau hier. Eieiei. Vielleicht sollte man die Station noch ein bisschen aufsplitten. So, Eisenerz. Für Einbeck. Da gibt es auch wieder 6 Stück. So, jetzt sind sie alle da. Der erste wird umgerüstet und die anderen. Nehmen wir den hier. Ich glaube, Eisenerz ist ja, glaube ich, immer viel drin gewesen. Huh? Null. Ja. Okay. Und dann haben wir noch Eisenerz für Sulzburg. Ganz schöner Verkehr. Wie gesagt, wenn sich das zu sehr staut an der Stelle, dann müssen wir, glaube ich, wirklich mal den Zufluss verbessern. Die kriegen ja auch den LKW, damit die anderen nicht rumheulen von wegen hier. Oh, die anderen haben jetzt den gekriegt und wir kriegen nur hier diesen billigen. Den anderen, der nur 15 transportieren kann, daher. So hier. So, dann werden die jetzt auch fertig. Hier fährt noch irgendwas rum. Steinziegel zu Einbeck Nord. So, dann macht euch ein bisschen ins Depot. So, da sind sie schon. Die kriegen wir wieder den hier mit dem. So, waren das jetzt alle? Oder haben wir noch irgendwo? Nö, wir sind jetzt durch mit dem Umrüsten. Oh cool, von den Fahrzeugen, so wie ich das hier sehe. Hier ist noch irgendwie in einem Depot. Weiß nicht, ob es irgendeinen Grund hat oder wir ihn einfach nicht losgeschickt haben. Einfach raushauen und fertig. Nee, gut, okay, hätten wir das geschafft. Da haben die jetzt die maximale Ausbaustufe und das nächste wäre dann halt die Eisenbahn. Obereinbeck West ist schon ganz schön Stau. Muss wahrscheinlich mal auf viergleisig gebaut werden. Machen wir doch einfach gleich mal. Die Züge natürlich alle rum, wir können den Weg nicht finden. So, erstmal so, dann können die Züge erstmal wieder weiterfahren.
Überleg gerade, ob ich die Station so bauen kann wie bei. Wie bei oben TDD ich das manchmal mache. Dass ich dann hier nochmal einen zweiten Abzweig. Aber wird wahrscheinlich ein bisschen zu knapp, hm? Da müsste man irgendwie hier so rumbauen. Müsste man da. Nee, so nicht. Können wir nur ausprobieren, ob wir den Platz hier dafür haben. Wenn ich das jetzt hier so ein bisschen planiere. Ausfahrsignal hin. So, kann ich jetzt mit dem Tunnel? Einfach nur ein Stück niedriger. Nee. Okay, dann müssen wir einfach mal. Umbauen. Machen wir es mal schnell jetzt so zum Abschluss. Weil das ist im Grunde genommen die Voraussetzung. Dafür, dass wir mehr Züge fahren lassen können. Beziehungsweise will ich das überhaupt mal gucken, ob das auch so geht hier bei oben. Bei Voxel. Was natürlich hier ein Deadlock provoziert. Unabhängig davon kann der Zug natürlich auch fahren, weil es sicher ist. Zögerlich rumfänzen, dass die den Weg nicht finden können. Belegt euch Fahrzeuge, machen wir es halt so. Ja, wir haben da Ruhe. Achso, ob der Zug dann nicht wieder hochkommt. Lass mal so erhöht. So, und jetzt müsste man ja im Prinzip durchkommen. Den dann einfach hier so dran.
Da ist natürlich die Frage, ob man dann jetzt hier ein Vorsignal, wie man das dann signaltechnisch macht. Vielleicht sind die Züge einfach so intelligent genug. Der erste fährt schon da drunter. Das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht gibt es da irgendeine fancy Signalschaltung, aber so hat man jetzt erstmal den Bahnhof ein bisschen effizienter gemacht. Mit zwei getrennten Ein- und Ausfahrten. Bringt kein Geld ein. Staut sich auch schon wieder, müssen wir auch mal was machen. Das wäre dann eher was für die nächste Aufnahme, dann sind wir gleich bei 2 Stunden 30. Herrlich. Haben wir einiges geschafft, wir haben LKWs umgebaut, wir haben einiges erforscht. Elektrogeräteproduktion ist es hier noch am Start. Worauf warten die jetzt hier eigentlich? Achso, die haben vollständig entladen. Ah, ich glaube, das müssen wir uns auch abgewöhnen. Das kann man ja eigentlich überhaupt noch. Das ist schon das Einzige. Und dann gibt es halt nur noch Elektromotor. Und dann ist. Also schwerer Elektromotor kommt noch und hier Computergeräte. Und dann ist eigentlich schon wieder fast alles erforscht. Aber die Städte, die wollen auch nicht irgendwie neue Waren, ne? Das können wir eigentlich auch mal hier begradigen. Dieses Gleis, jo. Dann war es das jetzt erstmal hier von Voxel Tycoon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.